Ja, freue mich heute sehr, ein bisschen was über mein Unternehmen, ein bisschen was über Elektromobilität erzählen zu dürfen. Auch an dieser Seite mein Dank an die Verwandten. Wir haben sehr gute Gespräche, auch bei den Verwandten-Treffen, eigentlich dann über Marketing und über die Geschichten und über Kommunikation schon sehr viel geholfen. Der Dani auch macht bei uns gerade den Imagefilm ganz toll, wie man hier unterstützt wird. Vielleicht ein paar Worte zu meiner Person. Ich habe vor 12 Jahren im VW-Konzern verbracht, durfte zuerst beim Werk bei der Audi AG, danach habe ich einige Länder in Osteuropa mit aufgebaut, habe dann die Marke Volkswagen in der Ukraine geführt, bin dann nach Südamerika und habe zuletzt den Importeur in Chile geleitet, Operation mit ca. 400 Mitarbeitern. Habe insgesamt ja, in 6 Ländern ungefähr 40.000 Autos verkauft und habe eigentlich dann genug gehabt. Ich habe gedacht, im Konzern, es wird immer besser, je höher man raufkommt. Ich habe gedacht, die Freiheit wird immer besser, es wird immer einfacher. Es ist dann eigentlich im Gegenteil gekommen. Als Projektleiter habe ich eigentlich am meisten Freiheiten gehabt in Osteuropa. Und es wird einfach umso höher man kommt, umso politischer. Und habe gedacht, okay, die nächsten 20 Jahre stelle ich mir anders vor. Ich möchte eigentlich meine Visionen selber umsetzen, meine Ideen selber verantworten und habe dann 2014, also eigentlich 2015, Vertical gegründet. Sind wir eingetaucht in Elektromobilität mit Elektroscootern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern. Auch damals hat man schon gesagt, okay, was tust du da eigentlich? Elektromobilität kommt nie. Mittlerweile Elektromopeds sind etabliert, Elektrofahrräder sind etabliert. Die Tretscooter sieht man jetzt schon in ganz Wien. Also es geht viel vorwärts und auch im Automobilbereich geht es in eine gute Richtung. Ja, gemeinsam mit eigentlich auch einem Verwandten, mit meinem Cousin, habe ich die Firma gegründet. Der war vorher Geschäftsführer in Siemens in China und war zum Glück eigentlich zur gleichen Zeit verfügbar. Und ich bringe das Vertriebsgehen irgendwo mit und er den Finanzteil. Ich glaube, dass wir da gemeinsam sehr gut aufgestellt sind. Was bewegt uns, das Ganze zu machen? Wir haben beide Kinder, wir haben beiden in Städten gelebt, wo Smog ein Thema ist. Santiago de Chile, Kiew, aber auch China. Da kann man teilweise nicht mehr atmen. Man sieht teilweise die andere Seite nicht mehr. Und gerade wenn man da mit jungen Kindern unterwegs ist, macht man sich da wirklich Sorgen, ob das ein Umfeld ist, wo man aufwachsen möchte. Und eigentlich auch in Graz und Wien gibt es durchaus Luftthemen, wo ich schon sage, wenn es ein bisschen leiser wäre und die Luft ein bisschen besser noch wäre und es auch so bleibt, dann wär ich sehr froh. Ja, und bis auf den Trump glauben eigentlich alle, dass der Klimawandel und das CO2 einen gewissen Zusammenhang hat. Wir wollen da unseren Beitrag dazu leisten. Ja, und was eben ganz schlimm ist im Moment, es werden unglaublich viele Gerüchte werden verbreitet, dass die Elektromobilität eh gar nicht so gut ist und die Batterien, die Produktion und wenn man es irgendwie wieder recycelt und es ist eh alles noch viel schlimmer und das Kobalt in Afrika und die Kinder. Es ist das Beste, was wir derzeit haben und es ist mit Abstand besser als jeder Verbrennermotor. Nur gibt es ganz viele Kräfte, die halt schon auch dagegen wirken und es ist auch okay so. Also wir wollen auch nicht, dass die Automobilzulieferindustrie von heute auf morgen zusperren muss. Wir haben die Werke in Steyr, wir haben die MIBA, wir haben die Magna. Also wenn auf einmal Elektro kommt und die herkömmlichen Player da nicht mehr mit können, ist keinem geholfen. Oder auch der ganze Handel lebt vom Teilegeschäft. Ein Elektromotor wird leider nicht kaputt. Ich brauche leider kaum Teile, ich habe keinen Ölwechsel, ich habe keinen Zahnriemen. Also, dass da sehr viele Kräfte das Ganze sehr verlangsamen oder auch jetzt die Diskussion, ist es Wasserstoff, ist es die Brennstoffzelle, es wird da unglaublich viel Unruhe gestiftet. Wasserstoff ist ein absoluter Schwachsinn, das kann gar nicht kommen. Das ist viel zu kompliziert. Wir haben zwei Tankstellen in ganz Österreich. Elektro ist fix fertig. Es funktioniert, wir leben es. Wir haben gestern wieder ein Clubtreffen gehabt vom EMC, wo lauter begeisterte User da sind. Aber man muss das irgendwie halt einmal reinkommen und probieren.
Das Gute ist, in Österreich, wir haben viel erneuerbare Energie. Ist natürlich auch wichtig, woher der Strom kommt. Wenn ich nur von den Kernkraftwerken den Strom beziehe oder irgendwo aus anderen schmutzigen Kraftwerken, dann ist natürlich nicht so gut, als wenn ich eh schon mit Wind und Wasserkraft einen Großteil abdecken kann. Und insgesamt, was man auch sieht, und das ist eigentlich auch so eine Strategie, jeder sagt, es wird eh kommen, es muss kommen, die ganzen Hersteller, Volvo sagt, 25 nur noch Elektroautos, jede Marke macht so Zukunftsthemen und Studien zeigt es die ganze Zeit. Und wenn man dann zum Händler hingeht und sagt, okay, ich möchte Elektroauto haben, sind Sie sich sicher? Wollen Sie das wirklich? Ja, da haben wir noch so super Diesel und Benziner und wissen Sie mit den Restwerten, wie ist denn das? Und Batterien und es ausgreift, nehmen wir doch noch mal einen Diesel, nehmen wir noch einen Benziner. Obwohl heute mit den Fahrzeugen, die wir heute haben, ganz, ganz viele Anwendungsbereiche perfekt abgedeckt sind. Ja, die ganzen Pendler, die irgendwo 100 Kilometer hin zurückfahren, Standorte, die ich verbinde im Firmenbereich, auch Elektriker, die irgendwo ihre Routen fahren und über Nacht laden können. Also es gibt schon ganz, ganz viele, wo das perfekt passt. Aber eigentlich die Industrie und der Handel bremst das Ganze noch sehr stark und über die Lobbygeschichten geht halt relativ wenig weiter. Und ja, deswegen haben wir gesagt, wir verschreiben uns der Elektromobilität und wollen der Elektromobilität zum Durchbruch verhelfen. Also das ist eben genau die Problematik. Ganz, ganz viele sagen schon, es kommt sicher, es kommt unter Umständen. Ich kann mir vorstellen, dass mein nächstes Auto Elektroauto ist, aber jetzt... Ich habe Angst. Ja, mein Nachbar, ich möchte nicht der Blöde sein und dann kommen zwei, drei Fragen. Eben wie gesagt, so ähnlich wie bist du sicher und kommst du eh weiter. Und das heißt, die Leute sind unglaublich verunsichert und das versuchen wir zu nehmen, indem wir es hauptsächlich einmal reinsetzen. Probier es, fahr mal einfach eine Woche. Du musst dich damit beschäftigen und ganz viele kommen zurück, strahlen und sagen, okay, ich habe besseres Drehmoment, es funktioniert voll geil bei mir, es passt. Und wir wollen quasi die als nächstes Auto, die müssen wir vorziehen. Wir müssen ein paar eben von den Early Adoptern, die mutig genug sind, die bewegen wir jetzt schon mitzumachen. Und das geht eigentlich auch sehr gut, muss man sagen. Also wir haben jetzt innerhalb von ja, einem halben Jahr haben jetzt eine Flotte von 50 Fahrzeugen. Also da geht schon viel weiter. Halbe Stunde ist... Nein, aber das meistens über Nacht laden, langsame Laden, 6-8 Stunden, irgendwann schlafe ich, dann habe ich es angesteckt. Ich gebe zu, wenn ich irgendwo in einer Genossenschaftswohnung im fünften Stock ohne Parkplatz, ist im Moment ein bisschen schwierig. Aber ich sage, wenn ich eine Garage habe, vielleicht sogar Solaranlage, irgendwo eine Steckdose und wenn ich größere Strecken pendel, dann ist das eine super, super geniale Lösung schon. Ich habe eine Folie, wo man dann ein bisschen sieht, hier sieht man es genau. Das heißt, also die Entwicklung der Ladedauer geht eben sehr stark zurück. Das heißt, also man kann dann schon 100 Kilometer pro Minute, kann man dann 2025 tanken. Jetzt kann man ungefähr 50 Kilometer, also 2022 50 Kilometer pro Minute. Jetzt ist man bei 20 Kilometer. Also ich werde immer schnelleres Laden ist möglich. Die Batterien werden immer größer. Damit habe ich unten dann Reichweiten derzeit real bei 300 Kilometer. Tesla schafft jetzt schon 500, 600 Kilometer, aber ich sage, jetzt kommen e-tron, jetzt kommt der iPace, die sind irgendwo bei 500 Kilometer und ich sage, Entschuldigung, bei 600 Kilometer, viel mehr brauche ich dann doch wirklich nicht mehr. Und dann lade ich über Nacht, wenn ich schlafe und dann ist doch aufgeräumt. Und dann habe ich auf ÖMV mit Smartrix, habe ich eh die Tankstellen, dann habe ich eigentlich ganz ein normales Tankstellen, jetzt wo halt ein paar Schnelllader überall sehen, die Aspenac macht mit, der ÖMDC macht mit. Also das... Es ist nicht so kompliziert, wie es eigentlich immer dargestellt wird. Und wir sind auch überzeugt, dass quasi die Verbrenner einfach sukzessive runtergehen werden und das Ganze exponentiell geht, weil irgendwann, sobald eine kritische Masse erreicht ist, dann möchte ich eben nicht der Dumme sein, der immer noch am Verbrenner fährt. Dann möchte ich auch vorne dabei sein und die Schwelle hoffen wir halt, dass dann in den nächsten Jahren hier erreicht wird.
In welche Richtung geht das Ganze? Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Irgendwo voll elektrisch, dienstleistungsbasiert, das Ganze multi-intermodal, mehrere Verkehrsmittel zusammen. Wir sind große Fans auch von den öffentlichen Mitteln. Ich bin heute mit so einem kleinen elektrischen Tretscooter hier. Ist fantastisch. In der Innenstadt mit so einem elektrischen Tretroller. Es gibt nichts Schnelleres und Besseres. Und dann eben das Ganze noch autonom und vernetzt. Und mit Insta-Drive bedienen wir die linke Spalte voll elektrisch und dienstleistungsbasiert. Und das ist genau, was wir eben derzeit haben, ist diese Komplexität. Es ist noch relativ kompliziert und der Händler kennt sich eigentlich nicht aus. Damit ist der Kunde irgendwo überfordert. Was soll ich mit dem Ganzen? Und wir sind hergegangen und haben gesagt, okay, wir machen es einfach. Ja, wir schauen, dass wir die Sorgen wegnehmen. Wir machen ein Sorglos-Paket. Da packen wir alles rein, was er braucht. Von Reifen über die Tankkarte, über die Versicherung, über die Wartung. Er braucht wirklich, er hat ein Abo. Er sagt mir, Sie sagen mir, Sie wollen ein Auto 3 Jahre, fahren 20.000 Kilometer, zahlen irgendwo von 200 Euro angefangen bis 500, wenn Sie dann irgendwie ein teures Auto haben wollen. Und nach 3, 4 Jahren, was wir uns ausgemacht haben, geben Sie das Auto wieder zurück und danke. Um den Rest kümmern wir uns. Und das ist so ähnlich quasi wie früher oder viele Firmen machen so Operating Leasing in Form einer Langzeitmiete. So ähnlich wird dieses Paket hier geschnürt. Und wenn man sich wirklich anschaut und vergleicht und die einzelnen Bestandteile hernimmt, was kostet mich die Versicherung, was kostet mich die Wartung, dann bin ich immer teurer, wenn ich das selber mache. Ja, also wir kaufen einfach in großen Stückzahlen ein, wir bekommen überall quasi die Flottenkonditionen und können dadurch diese Vorteile eben auch in den Markt weitergeben. Was machen wir noch? Wir sind markenübergreifend. Ja, das haben wir auch gesehen. Ich meine, die Einzelnen, was soll der BMW-Händler? Er kann nur seinen i3 anbieten. Der VW-Händler kann nur den Golf anbieten. Und wir sagen, okay, wir schauen, was passt für den Kunden, für den Anwendungsbereich und suchen das beste Fahrzeug und das beste Paket für den Kunden aus. Schon vorher eben sehr spannende Vorredner gehabt. Wir glauben auch, es geht sehr stark in Online-Sales. Ja, also ich glaube, der Kunde wird nicht mehr bereit sein, für diese Paläste zu zahlen. Warum soll ich einen riesen Audi- und VW-Betrieb finanzieren, wo ich mich teilweise eh unwohl fühle, wenn ich reinkomme? Gerade Frauen sagen, sie fühlen sich da überhaupt schlecht behandelt von Automobilverkäufern oft. Warum soll ich das alles finanzieren? Ja, und wir sagen, ja, wir sind Spezialisten in dem Bereich, wir machen die Beratung, wir machen schlank, wir machen es online basiert und sind dadurch einfach günstiger im Endeffekt. Ja. Und hoffen auch, dass man uns mehr dann vertraut, weil wir halt ja, markenübergreifend hier unterwegs sind. Ja, vielleicht eben, weil das auch ein sehr stark immer die Verkaufsthemen hier wichtig sind. Was machen wir? Und hier auch die Bitte. Wer in dem Bereich arbeitet oder arbeiten möchte, wir suchen noch Verstärkung. Genauso die Story noch besser herauszuarbeiten, die Kanäle noch besser herauszuarbeiten. Wir machen Blogs, wir machen Content. Wir starten mit ITV, wo wir auch schauen, dass wir dem Kunden das besser erklären noch und besser zeigen. Wir gehen auf Veranstaltungen, wir gehen auf Messen. Wir haben unser eigenes Kompetenzzentrum gegründet, wo wir pro Monat eben auch eine Veranstaltung machen, wo die Leute testen können. Ja, für Flotten, wir machen einerseits den Privatkunden, auf der anderen Seite die Flottenkunden. Und auch für die Flottenkunden haben wir ein eigenes Format, wo wir eben beraten und im Flottenbereich hier Tests anbieten. Ja, dann machen wir noch natürlich Facebook, ganz, ganz wichtig, eigentlich einer der wichtigsten Kanäle. Instagram haben wir gestartet, da tun wir uns ein bisschen schwer. Aber gerade bei diesen Foren und Clubs sind wir sehr, sehr gut verankert. Aber es ist natürlich schwierig, als Startup, du hast keine Budgets, ja, der Herr Mutter oder der Andi und ich, wir finanzieren das selber. Ja. Das heißt also, ich kann nicht die klassische Werbung da irgendwo schalten und Werbung und Radio. Also ich muss sehr bewusst mit dem Geld umgehen und deswegen ja,
arbeiten wir viel mit Social Media und da hauptsächlich eben mit Facebook. Ja, aber wenn hier, da ist so viel Expertise in dem Raum, Ideen da sind, würde man sehr freuen über jegliche Anregung. Also wir wollen die Story noch besser rausarbeiten und den Kanal noch schärfen. Ja, trotzdem haben wir auch Erfolge eben zu feiern. Wir haben Gourmet, ist doch eine sehr renommierte Marke oder eine Firma, die sind bereits Kunden bei uns. Wir haben Steuerkanzleien und andere Firmen, Limes, Lima Security. Und auch im Privatbereich, wie gesagt, haben wir eben jetzt insgesamt knapp 40 Fahrzeuge auf der Straße. Es geht gut dahin. Das wäre es eigentlich schon kurz von meiner Seite. Im Kompetenzzentrum, wie gesagt, haben wir dann auch die anderen Fahrzeuge. Das Instadrive beschäftigt sich mit Autos und mit Vertical haben wir eben die Scooter, Mopeds, Motorräder und herzlich eingeladen bei uns in der Gänsbacher Gasse Nummer 1. Das ist aber im Bosch-Gelände. Kommt vorbei, kommt uns besuchen. Jetzt am Samstag machen wir auch eine kleine Testveranstaltung. Sind alle herzlich eingeladen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es ist jetzt so, dass diese Tankstellen, da gibt es jetzt 7 verschiedene Systeme in Österreich allein und nochmal 9 weitere in Deutschland und so weiter. Habt ihr da ein System, womit man alle benutzen kann oder habt ihr euch jetzt auf ein spezielles beschränkt? Also auf was wir uns beschränken, ist eigentlich die Ladestation. Also 95% der Ladevorgänge sind zu Hause und wir verkaufen eine mobile Wallbox mit dazu oder geben es ins Paket mit dazu, damit man eben zu Hause laden kann. Bei dem Tank ist einfach ein Drehstromstecker beziehungsweise auch auf einen Schuko-Stecker und da drinnen sind die Sicherungen und dann gehe ich mit einem Typ-2-Stecker ins Auto rein. Also ich brauche keine große eigene Installation. Ich kann meinen bestehenden Schuko- oder CCS-Stecker nutzen, also Drehstrom oder Schuko, und kann dann mein Auto ganz normal aufladen. Und das geben wir mit dazu. Bei den Tankkarten arbeiten wir mit dem EMC zusammen. Wir sind Kooperationspartner vom Elektromobilitätsclub. Der hat eine Karte, wo man alle anderen dazu draufladen kann. Ja, also da gibt es schon... separat draufbuchen. Ja, alles. Da gibt's Bestrebungen, das zu vereinheitlichen. Ist im Moment ein bisschen mühsam. Das Matrix macht immer eigene Wege. Die anderen, diese Landesenergieversorger, die haben sich jetzt zusammengeschlossen, also von Wien Energie über Kellag, über Linz AG. Da kann man jetzt mit der einen Karte auch bei den anderen danken. Hier kommt es zu einer Vereinheitlichung, aber ich sehe es auch so, ich würde das wirklich staatlich verordnen, dass man genauso zahlen kann wie bei jeder anderen Tankstelle. Also ist ein bisschen mühsam mit den Karten, richtig. Wenn ich zu einer Tankstelle gehe, habe ich denselben Stecker wie bei einer ÖMV? Oder? Ja, ich habe überall die drei Stecker und da komme ich mit allen Autotypen komme ich zu. Also das ist Chademot, dann CSS und dann als drittes der Typ-2-Stecker. Also mit diesen drei Steckern, und das haben diese Schnellladestationen immer dabei, komme ich bei den aktuellen Automodellen durch. Ja, bitte. Und zwar, wenn so ein E-Auto eigentlich, irgendwann wird das ja mal vielleicht auch mal kaputt werden oder hat irgendwie etwas, gibt es da genug Werkstätten? Also ich stelle mir das gerade so naiv vor, dass du dann in eine Werkstätte fährst und die machen das auch oder sind Werkstätten eigentlich noch überhaupt nicht dafür ausgerüstet mit Know-how, um E-Autos reparieren zu können, instandhalten zu können und da würde man eher zu einem Händler fahren? Also ich glaube mal, dass in Zukunft eh nicht mehr viele Händler geben wird. Ja, also im Moment ist eine Händlerbereinigung, die stattfindet. Tesla macht das sowieso selber mit ihren Zentren und ich glaube, dass das auch die Zukunft ist, dass große Servicestationen gibt in diesen großen Ballungszentren, wo die Autos dann repariert werden. Aber wir arbeiten auch mit allen gängigen Herstellern und deren Händler oder Servicewerkstätten zusammen und die meisten Werkstätten können mittlerweile auch Elektrofahrzeuge reparieren. Das Thema ist ja, was ist denn beim Service? Es sind die Bremsen, die Aufhängung, es sind die Lager.
Elektromotor, nein, wird nicht kaputt. Ja, also, ja, aber ganz irgendwann. Also der ist wirklich wartungsfrei. Ja, Batterien repariert man jetzt auch nicht wirklich selber. Da gibt es auch irgendwelche Batteriezentren, die das dann machen. Also ja, und der Rest ist, wie gesagt, eine normale mechanische Arbeit, die jeder Händler kann. Aber ich bin überzeugt, dass es eben nur noch größere Servicezentren in Zukunft geben wird. Und auch vom Vertrieb her, ich meine, die Hersteller würden ja voll gern Online-Vertrieb machen, auch die Autos, Markteinführung online. Nur können sie es derzeit nicht, weil ihnen das Händlernetz dann so richtig Gas geben würde. Und deswegen, ja, aus meiner Sicht, ja, wird das bereinigt schön langsam, dann kaufe ich halt die größeren Zentren selber ein, das findet auch gerade statt. Und sobald ich da durch bin und meine eigenen größeren Zentren habe, dann kann ich die Online-Maschinerie anwerfen und kann viel mehr auch online machen. Und diese Spanne nutzen wir, bis das wer machen kann, können wir jetzt schon, uns hindert niemand, sehr stark online basierend hier zu agieren. Jetzt eine ganz blöde Frage. Ja. Würdest du dich trauen, sagen wir, mit einem Elektroauto, sagen wir, ich möchte jetzt auf Urlaub fahren und ich fahre jetzt von Wien nach Florenz, das sind 1000 Kilometer, mit der italienischen Autobahn, mit den italienischen Netzen, würdest du dich trauen, da runter zu fahren oder nicht? Mit einem Tesla oder sonst was? Ja, oder? Selbstverständlich. Also ist überhaupt kein Thema. Kann man es auch laden überall? Ich habe mich einmal nur Spaß erkundigt, dann habe ich gesehen, einen gibt es irgendwo bei Jan, einen gibt es dort. Nein. Also kurzer Plug-Surfing, also jetzt kommen allein 1000 Ladestationen nur in Wien. Also da gibt es zigtausende und auch alle 50 Kilometer Schnellladestationen. Also grundsätzlich überhaupt kein Thema. Ich persönlich würde mit dem Zug fahren. Taugt mir viel mehr. Aber grundsätzlich ja, würde ich wirklich, wirklich machen. Was ist eine Lösungsmöglichkeit für das Großstadtproblem und der Versorgung mit der Ladung da? Sie haben vorher angesprochen, die Genossenschaftswohnung, beziehungsweise die meisten leben gar nicht in der Genossenschaftswohnung, sondern in der normalen Mietwohnung, Eigentumswohnung. Ja. Wie kann man da sein Auto laden? Also da ist eben das Thema und vielleicht ist es zu wenig hervorgegangen. Meine Überzeugung ist, sobald ich 600 Kilometer fahren kann mit einer Ladung und dann irgendwo 20 Minuten braucht zum Aufladen, dann ist das die gleiche Situation, die ich eigentlich heute habe. Das heißt, da fahre ich eine Woche und dann bin ich einmal irgendwo beim Lidl, das ist gratis tanken, ist super. Ja, ich bin auf einmal Lidl-Fan geworden, war ich früher nicht, aber taugt mir voll. Dann gehe ich einmal die Woche einkaufen, mache meinen Großeinkauf, hänge an den Schnelllader, bin wieder voll und fahre wieder ganz normal. Dann habe ich eigentlich nicht die Problematik, dass ich da jeden Tag ja irgendwie tanken muss. Okay, und aber das heißt, ich könnte jetzt noch nicht einspringen. Ich könnte jetzt noch nicht. Ja, das Tesla gibt es ja nicht mehr jetzt, also kaum. Ja. Aber alles andere noch nicht. Der Renault Zoe mit 400 Kilometer, der kostet fast nichts. Also, nein. Ja. Es ist relativ einfach, es ist jetzt mit einem Mehraufwand verbunden, den ich niemandem zumuten möchte. Meine Schwester hat mich gefragt, Philipp, ich würde gern. Und ich habe gesagt, das ist nichts für dich. Du wohnst im 18., hast keinen Parkplatz, du hast drei Kinder. Du musst dann irgendwo speziell hin und dann, während du ins Kino gehst, ladest du. Es ist zum Organisieren, man kann es, man schafft es. Wir haben viele Enthusiasten, denen das voll taugt und die so happy sind. Aber es ist mit einem Mehraufwand verbunden, wo ich sage, ja, na, muss nicht sein. Das kann ich. Aber eben ich bin jetzt dafür, dass die, wo es wirklich passt, ja, ich habe eben einen Garageplatz, ich habe Zugang zu Strom, ich habe Strecken, die relativ überschaubar sind, immer wieder. Oder zwei, Trauma, bitte. Zweiter Auto kommt in die Jahre. Ich meine, Entschuldigung, ist aufgelegt.
Ja, und auch wirtschaftlich abbildbar. Ja, keine motorbezogene Steuer, kein Sachbezug, wenn ich es in die Firma reingebe, keine Wartungskosten, der Strom ist um zwei Drittel günstiger. Aufgelegt. Nein, da geht ganz viel. Aber eben manche Anwendungsbereiche sind mit einem gewissen Mehraufwand verbunden und das muss ich mögen. Ja, es geht, aber es geht noch nicht perfekt. Und es wird aber bald perfekt gehen. Deswegen, es wird schon. Haben Sie da eigentlich ganz eine schon wirklich im Detail Frage? Garage ja, aber was ist, wenn das dann quasi am Hausstromnetz hängt? Da regen sich dann die Nachbarn alle auf, das mitzahlen. Ich habe nämlich einen Nachbarn, der das hat und dem wird regelmäßig der Stecker gezogen. Nein, ja, geht auch gar nicht. Also sehe ich auch gar nicht ein, da vom Hausstrom den Strom zu beziehen. Wie kriege ich dann in der Garage ein eigenes Teil von euch? Oder? Grundsätzlich die Installation, wie gesagt, diese Stecker. Es reicht eigentlich eine Schuko-Steckdose in die Garage rein. Und die muss ich halt von meinem Hausverteiler unten, muss ich ein Kabel legen zu meinem Standplatz. Ja, das müsste ich jetzt machen bei mir zu Hause, kostet irgendwo 1500 Euro. Man muss die Unterschrift von allen Beteiligten haben, irgendeinen Idioten hat man immer. Das heißt, es ist noch relativ schwierig. Diese Verordnung liegt derzeit in Begutachtung und soll vereinfacht werden, damit eben das Recht besteht, mir selber unten eine Ladestation zu bauen. Also es wird vereinfacht werden, aber ich muss mir immer noch selber den Installateur holen und es unten den Stecker reinlegen. Wir helfen zumindest mit, wir haben gute Kontakte zu Installateuren, wo wir wissen, der Preis passt, die funktionieren und die vermitteln wir dann und wo man das dann machen kann. Ja. Bitte. Mit 100 Garagenparkplätzen brauche ich natürlich auch eine entsprechende Zuleitung jetzt vom Leitungsquerschnitt. Ne? Nein, ist absolut ein Thema, eine Herausforderung für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Es hat jetzt einen Versuch gegeben in Niederösterreich, da haben sie genau das gemacht. Ja. Das war eine Siedlung, die halt an einem Trafo und einer Leitung dranhängt und die haben es jetzt alle mit Elektroautos versorgt, die ganze Siedlung. Und haben einmal geschaut, was passiert das, was bedeutet das für unsere Leitungen, sind die überhaupt ausgelegt dafür. Und klar, ja, wenn man jetzt sofort nur Autos in reingeben würde, dann wäre das Netz überfordert. Umgekehrt, es gibt dann diese Smart Grids, intelligente Ladelösungen, es muss nicht immer sofort gleich geladen werden. Umgekehrt kann ich sogar die Batterie als Pufferspeicher verwenden und könnte die ganzen Spitzen abfangen. Im Moment muss ich ganz viel Strom einfach nur verschrotten, weil ich es nicht brauche, nur um die Spitzen abzufedern. Und wenn ich quasi die ganzen Batterien da reinhänge ins Netz, dann könnte ich auch so diese Spitzen hier wegbringen und den Gesamtstromverbrauch senken. Also es gibt da tolle Möglichkeiten und es wird auch viel gemacht und es gibt viele Lösungen. Aber klar, gewisse Trafos können dann ein bisschen verstärkt, ein paar Leitungen können verstärkt. Und das ist eigentlich ein Prozess, eine Entwicklung, wo man drin ist. Insgesamt ist ungefähr 15% mehr Strom, wenn alles auf Elektroautos umgestellt wird. Ja. Ja. Nein, die ist. Und ich weiß nicht, warum sie jetzt schmunzeln. Nein. Nein, ich finde Hybrid grundsätzlich, glaube ich, gut, gerade für in dieser Umstellphase. In dieser Verunsicherung, ich habe immer noch mein Elektro, genau, ich habe immer noch meinen Verbrenner als Reserve. Und ich tue mir ein bisschen leichter, rein wirtschaftlich, doppelte Technik, doppeltes Gewicht, doppelte Sachen werden kaputt, ich muss das alles finanzieren. Und wenn ich dann wirklich längere Strecken fahre, dann habe ich irgendeinen Zweitakter, der 15 Liter braucht. Also wir konzentrieren uns grundsätzlich auf Elektro
Und die, die wirklich jetzt tausende Kilometer unterwegs sind, die sollen bitte wirklich auch noch im Verbrenner fahren. Aber als Einstieg absolut ja, legitim ja, und ja, aber ich glaube, da schauen wir nochmal genauer drüber und würde mich freuen, wenn Sie uns besuchen. Wir zeigen Ihnen ein bisschen was. Wir haben alle Fahrzeuge. Ja. Ich möchte man sieht das Interesse an Elektromobilität. Ja. Ich möchte zum Kernthema von The Backend Talks zurückkommen. Da geht es um digitale Marketingstrategien, unter anderem ja, um Digitalisierung. Wie schaut denn das bei InstaDrive aus? Was ist so der grobe Marketingplan und vor allem auch im Online-Bereich? Ja. Was liegt da der Schwerpunkt? Mhm. Ist sicher in drei Sätzen zu beantworten, nehme ich an. Nein, also ich glaube, das Wichtigste ist, wir wollen, das ist ganz einfach, ich habe einen Wunsch, ich brauche ein Auto, ich gehe rein, ich kriege die Informationen, die ich brauche, ich konfiguriere mir das, ich drücke auf haben wollen, kann dann online unterschreiben, digitale Signatur und irgendwie zwei Wochen später im Idealfall wird das Auto direkt geliefert und der erklärt mir noch, was ich wissen muss zu dem Auto. Ja, also ganz und ja, zwischendurch kann ich noch irgendwie über einen Chatbot oder auch über einen Chat irgendwie kommunizieren, was wenn ich noch Fragen oder Themen habe. Ja, wir würden auch ganz gern dieses Testfahrthema, das beschäftigt uns relativ stark, weil es auch sehr kostenintensiv ist. Der eigene Fuhrpark, wir haben jetzt 10 Autos, die müssen wir alle irgendwie erhalten. Und der Wertverlust ist natürlich enorm, gerade im ersten halben Jahr, im ersten Jahr. Und da würden wir sehr gern auch auf so Community-Themen zurückgreifen. Wer fährt alle Elektroautos? Die können sich dann irgendwelche Mobility Points dazu verdienen, dann kriegen sie wieder gratis, können sie sich irgendwas nehmen und also irgendein Kabel oder ein kleines Scooter kriegt er dann gratis. Dafür gibt er sein Auto irgendwie auch zur Verfügung und zeigt das dem anderen, lasst den anderen testen. Wäre auch schön, irgendwie die wirkliche Meinung zu dem Auto von einem Fahrer, von einem Nutzer, ist ja ganz anderes, als wenn ein Verkäufer irgendwie das erklärt. Also da versuchen wir irgendwie innovative neue Wege zu gehen. Und dann, ja klar, Vollgas-Keywords, ja, das testen wir gerade. Und damit man es wirklich skalieren kann, damit man es aufdrehen kann später, da sind wir Facebook-Ads, YouTube-Channel wollen wir noch stärker verwenden. Aber alles eben, ich tue mir ein bisschen schwer im Moment, kleine Budgets und trotzdem eben einen großen Output zu schaffen. Das war früher bei Volkswagen-Budgets ein bisschen leichter. Um das einmal richtig zu verstehen, ja. Ich bestelle das Auto jetzt online bei euch, und es liefert mir aber nicht der Porsche Leasing aus, weil ich jetzt ein Polo Elektromobil bestelle und der liefert mir das aus, weil ich habe jetzt halt zum Beispiel ja auch Wartungsintervalle, die muss ich ja. Mein Auto soll Checkheft gepflegt sein. Seid ihr dann Ansprechpartner oder ist dann wiederum ein Händler für mich Ansprechpartner, um das Auto dann in die Werkstatt zu bringen, das Auto da wieder abzuholen oder läuft das alles komplett über euch? Ja. Also grundsätzlich, das Auto wird von uns geliefert. Mhm. Wir machen das Sourcing, wir haben verschiedenste Quellen, wo wir die Autos herbekommen. Ganz wichtig ist uns auch, dass wir sie immer verfügbar haben. Wir haben jetzt schon Kontingente vorreserviert, wo andere Händler, ich weiß nicht, 7, 8 Monate warten, kann man bei uns innerhalb von 2 Wochen eben das Auto bekommen. Die Servicegeschichten, wir arbeiten mit Partnern, auch bei den Reifen, gibt es Reifenpartner. Wir machen den Termin aus, sie fahren hin, sie lassen sich wechseln, wir kriegen die Rechnung, Sache ist abgeschlossen. Werkstatt das Gleiche, wir arbeiten mit den Markenwerkstätten zusammen, der nächste BMW-Händler in ihrer Umgebung, sie fahren hin, machen das Service oder Reparatur, was auch immer, Rechnung bekommen wir und die Sache ist für sie erledigt. Ja, danke, dass so viele durchgehalten haben so lange. Vielen Dank. Danke.